Neueste Evolution in Clash Royale ist mittlerweile announced und warum genau Evolutionszeiten Probleme in Clash Royale sind, das erfährst du jetzt. Jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen, auch Gameplay gesehen bei Big Spins Video oder aus Big Spins Video. Ich war leider unterwegs, deswegen kann ich das nicht zeigen, aber ich muss euch sagen, Evolutionsrekruten natürlich wie erwartet sind broken. Ich meine, mittlerweile ist es auch so, egal welche Evolution Clash Royale bringt, sie wird immer broken sein. Jede Evolution war bisher broken, außer die Skelette. Ich weiß nicht, was mit den Skeletten los ist. Ich weiß nicht, ob Supercell Larry es einfach hasst, aber jede andere Evolution ist komplett geisteskrank. Und ich meine, ihr könnt euch jetzt hier den Tweet angucken hier von Supercell und da gibt es natürlich direkt Kommentare drauf von OJ, I'm going to buy this and use it on later, also ich werde es jetzt kaufen und ich werde es erstmal die benutzen und abusen, bevor sie genervt werden in 3 Wochen. Und letztendlich muss ich sagen, OJ, alles gut, selbst wenn sie 3 Wochen genervt werden, wird es dann irgendwie minus 1 AP Damage sein und sie werden trotzdem geisteskrank OP sein. Search your Street jetzt hier, sieht so aus, als wüsstet ihr nicht, was ihr tun sollt und allgemein so die negativen Vibes, die auch the only charging they will do is charging. Also das Einzige, was auflädt oder was benutzt wird, ist die Kreditkarte. Und das ist auf jeden Fall direkt schon mal extrem negativ. Und ich muss wirklich sagen, Evolutions generell, ich war persönlich ein Riesenfan damals, was heißt damals, Digga? Das ist jetzt gefühlt erst 3 Monate her, Juni, ich weiß gar nicht mehr genau, kam ja das große Clash Royale Update. Wir waren alle extrem excited, beziehungsweise die ganze Content Creator haben sich extrem drüber gefreut, weil wir einfach dachten, okay, alter Scheiße, regelmäßig neuer Content in Clash Royale ist ja absolut geil. Jeden Monat neue Evolution, Leute feiern das. Es ist nichts Großes, kein großes Clash Royale Update, aber es ist was neue Leute immer vielleicht auch wieder zurück ins Spiel bringt, oder alte Leute zurück ins Spiel bringt, besser gesagt, und Leute, die auch das Spiel regelmäßig spielen, einfach so ein bisschen, ja, Bock gibt, wenn zum Beispiel sagen, okay, bei Rekruten jetzt vielleicht eher weniger, aber zum Beispiel Ritter ist eine Karte, die extrem viele Leute spielen, sehen, oh, okay, meine Lieblingskarte bekommt eine Evolution, darauf habe ich sehr Bock. Aber Clash Royale hat es mal wieder geschafft, auch diese Sachen insgesamt maximal schlecht umzusetzen, und ich hatte so die Hoffnung, dass Supercell vielleicht reagiert, nach 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monaten gefühlt, beziehungsweise nach 5, 6 Evolution, besser gesagt, weil so lange ist das Update noch nicht draußen, aber es wird immer das gleiche sein. Sie haben jetzt auch wirklich, ich hoffe, dass sie einfach die Strategie mal überarbeiten. Jedes Mal bringen sie eine Evolution aus, die komplett OP ist. Du kannst sie nur durch den Pass komplett freischalten. 15 Euro musst du in den Pass investieren und wenn du das gemacht hast, hast du die Evolution freigeschaltet. Aber was ist das denn für ein Anreiz für einen Spieler, der nicht das Spiel aktiv spielt, der das Spiel aktiv spielt und kein Geld investieren, weil ich bin in meiner Meinung, solche Evolutionen sollten ja auch was sein, by the way, jetzt habe ich gerade eine DM von ihm bekommen, Evolutionen sollten ja auch was sein, was wirklich für jeden einzelnen Spieler verfügbar ist. Und da sind wir uns, denke ich, auch einig. Klar, diese Evolution Charts sind dafür da, dass man die sammeln muss. Man sollte sie auch nicht zu einfach sammeln. Aber ich finde, dass sie auf jeden Fall deutlich mehr davon freigegeben werden. Oder zumindest halt die Möglichkeit gibt, dass es einfach allgemein nicht so krass pay to win ist. Das ist einfach das, was mich persönlich sehr, sehr stört daran. Weil sie es immer wieder machen und Supercell nicht auf unser Feedback hört. Und außerdem, was mich auch ein bisschen abgefuckt, ich weiß nicht, was mitbekommen hat, Clash Royale Leaks. Das ist so ein Clash Royale Twitter-Account, der ab und zu so Sachen liegt, finde ich persönlich auch manchmal etwas interessanter, wenn sie zum Beispiel Sachen aus diesem Quellcode liegen oder irgendwie solche Bugs und so zeigen, das finde ich echt mal persönlich interessanter, aber so generell so Updates vorher zu leaken, wo die Community drauf gehypt ist, wo wir drauf gehypt sind, wo ConnectQuery drauf gehypt ist, das der Community vorzustellen, finde ich persönlich immer relativ scheiße, vor allem, weil auch oftmals irgendwie nur die Hälfte des Stuffs kommt und dann sind alle direkt schon abgefuckt und gucken sich das gar nicht mehr an und allgemein so, das ist halt einfach so negative Förderung, weil man nur die Hälfte der Wahrheit erzählt, finde ich immer ein bisschen scheiße, aber was ich eigentlich noch sagen wollte dazu ist zum Beispiel, dass Andy jetzt hier, ein relativ guter Twitter-User, den ich öfters mal, ja, sage, er macht ganz gute Tweets, der auf jeden Fall sich sehr krass für Clash Royale interessiert. Und der hat so ein bisschen das Beispiel gebracht zwischen neuen Karten Evolution. Da ist jetzt auch auf jeden Fall eine Frage an euch. Findet ihr es cooler, wenn immer, oder nicht immer, natürlich ist es jetzt, sagen wir jetzt einfach mal so, anstatt 12 Monaten im Jahr, also jede einzelne Season kommen in Evolution, also anstatt 12 Evolutionen im Jahr, kommen 3 Karten im Jahr. Was findet ihr persönlich nicer? Das Geile ist halt in Evolution, sie kommen monatlich, es ist immer ein bisschen neuer Content, aber ich muss auch sagen, das ist natürlich irgendwann, ja, irgendwann wird es auch langweilig. Ich persönlich bin jetzt schon an einem Punkt angekommen, wo ich sage, okay, die neue Evolution interessiert mich gar nicht mehr so krass. Ich weiß nicht warum, vielleicht bin ich auch einfach schon relativ negativ eingestellt und diese ganze Pay-to-Win-Sache fuckt mich ab. Ich muss auf jeden Fall sagen, die fuckt mich ab und ich glaube, ohne diese Pay-to-Win-Sache wäre ich etwas positiv eingestellt. Aber es ist halt immer wieder die gleiche Karte. Plus mehr Leben und plus irgendwas Brokenes, was alle abfuckt. Und gleichzeitig machen sie auch meistens Karten-OP. Entweder die generell schon nervig sind, wie Firecracker Royal Giant oder jetzt zum Beispiel Royal Wickedwoods, oder sie machen Karten komplett geisteskrank über WTF-OP, die vorher okay waren und geben ihnen mehr Damage, mehr Attack Speed, mehr Leben, schnelleren Angriff und machen auch noch so ein krasses Schild mit 80% Feuer, jetzt mittlerweile ja nur noch 60% beim Evo-Ritter. Und da muss ich wirklich sagen, dass man einfach eine neue Karte hat, dieses Gefühl, eine neue Karte zu haben, wo man das Spiel neu lernen muss, weil die Royal Wickedwoods, die spielst du ja immer noch gleich.
du wirst sie immer noch einsetzen, genauso wie ein Ritter. Klar, in Einzelsituationen ist es jetzt deutlich besser, aber du spielst ihn eigentlich aus Prinzip immer noch gleich. Und das finde ich halt immer geil an neuen Karten. Das finde ich auch immer geil für Leute, so, die zurück ins Spiel kommen. Weil ich persönlich denke immer so, das Ziel von Clash Royale muss es ja sein, wenn sie mit einem Update, wenn sie ein Update bringen, so viele Spieler wie möglich zurück ins Spiel zu bringen oder neu ins Spiel zu bringen. Und natürlich ist es für neue Spieler interessanter, eine neue Karte zu sehen, die sie auch gleichzeitig spielen können. Weil das ist ein wichtiger Punkt. Wenn eine neue Karte in Clash Royale rauskommt, kann man sie normalerweise immer spielen, außer sie bringen jetzt wieder einen Champion raus oder eine epische. Ich wünsche mir einfach mal wieder eine normale Karte, einfach eine Common-Karte, eine coole Common-Karte, jetzt auch nicht unbedingt ein Spirit oder so, sondern einfach eine coole Common-Karte, die das Game ein bisschen verändert, die nicht so schlecht ist, die vielleicht nicht komplett OP ist, aber eher auf der stärkeren Seite, dass sie auch gespielt wird und Leute mit der rumtesten können. Und dass sie einfach mal zwei, drei Karten auf einmal bringen. Ich persönlich fand zum Beispiel Monk Phoenix Update war übelst geil overall, weil zwei neue Karten rauskamen. Natürlich, sie waren erstmal war sie Legendary und Champion, sie waren komplett broken oder viel zu broken und wurden nicht schnell genug genervt, aber an sich so, diesen Hype, diese Updates createn können, wenn neue Karten ins Game kommen, sind für mich einfach den geilsten Stuff und das liebe ich an Clash Royale. Das ist das, warum ich das Game spiele, weil ich Veränderungen sehen will. Ich bin jetzt mittlerweile auch schon ein sehr, sehr langer Spieler, deswegen spreche ich vielleicht aus einer Perspektive, die ihr vielleicht etwas nicht oder die ihr nicht so krass nachvollziehen könnt, könnt ihr auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare schreiben, aber ich persönlich bin ein Spieler, ich liebe das an Clash Royale, was Neues zu entdecken oder neue Interaktionen zu entdecken und deswegen fand ich das am Anfang sehr, sehr geil bei Karten Evolution, dass jeden Monat eine rauskommt. Ich finde es persönlich immer noch geil, dass jeden Monat eine rauskommt. Wie gesagt, das Complete Win Konzept und so finde ich relativ Müll. Aber es ist halt nicht so, dass irgendwie diese Sachen mich jetzt irgendwie vom Hocker reißen. Ich finde es cool, dass jeden Monat was Neues kommt. So 3, 4, 5 Tage ist es relativ cool. Da geht auf jeden Fall Season Anfang deutlich besser rum. Aber es ist nicht das, was ich mir long term wünsche. Und ich bin nicht der Meinung, dass zum Beispiel, wo ich jetzt ein bisschen das Gefühl habe, dass die Evolution so ein bisschen die neuen Karten ersetzen. Weil ich persönlich finde, neue Karten, das ist eben auch ein ganz anderes Hype-Konzept, was Clash Royale ins Spiel bringt. Jetzt möchte ich noch auf kurze Sache eingehen, die Drew hier getweetet hat. Wenn ihr Drew nicht kennt, er ist der Clash Royale Community Manager, ein unfassbar korrekter Dude. Ich bin auch der Meinung zum Beispiel, weil viele Leute verstehen das auch immer nicht und denken immer, Drew macht auch die Updates, das will ich immer noch wieder öfters ansprechen, dass du auf jeden Fall ein absoluter Ehrenmann ist und ich bin mir auch relativ sicher, dass du und vor allem auch Max, die beiden Community Manager in Clash Royale auf jeden Fall auch nicht zufrieden sind. Ich weiß nicht genau, wie das abläuft mit Updates, wer was entscheidet, wer wie viel Mitspracherecht hat, aber ich weiß aus aus Gefühlen heraus, dass du wahrscheinlich auch nicht so zufrieden ist, was Supercell da alles macht, was die Leute über ihn machen, was die Leute entscheiden. Er wird da wahrscheinlich auch seine Rechte geben. Ich sage nicht, dass du alles richtig macht und der heilige Messias ist im Clash-Royale-Bereich. Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass du auch nicht das alles geil findet, was Clash-Royale macht. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass, ja, es ist halt schwierig so, weil er eine Rolle ist, wo ich will nicht gerne in seiner Position sein. Das würde ich, denke ich, sagen, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. So, I had to getweetet, hey, do, is a plan to share some of the game design as answers about game balance seems like it's a community number one concern since EVO's release. Also, er fragt eigentlich Drew hier, hey, Drew, gibt es bald eine Antwort, gibt es bald irgendwelche Antworten von den Game Designern zu den allgemeinen Problemen, zum Beispiel von dem, von dem Balance, von dem Game Balance, weil das ist halt das Problem Nummer 1 ist, weil zurzeit einfach, ja, das Game durch Evolutions noch ein bisschen unbalanced ist. Klar, vielleicht irgendwann wird es ein bisschen anders sein, wenn mehr Evolutionen ins Game sind, aber sie müssen auf jeden Fall sich darum kümmern, dass die Evolutionen gut gebalanced sind, weil das ist natürlich ein großer Problem in den Pay to Win. Hat du geschrieben, yes, we had a good chat, Daniel will probably share some stuff before next season. Er hat gesagt, ja, okay, wir hatten einen guten Chat, den anderen Tag und werden manchen Stuff vor der nächsten Season sharen. Das war vor 4 Tagen, das heißt vor der nächsten Season, das heißt, vielleicht kommt noch was, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich hoffe, selbst nur wenn es was Kleines ist, wäre auf jeden Fall gut. Aber jetzt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Jules hier, mein Clash Royale Coach, gesagt hat, will there be a Q&A post to some of your questions under the tweet a few weeks ago? Also werden, und den Tweet vor ein paar Wochen hat Duna wieder gefragt, so, yo, was wollt ihr sehen und so weiter, Dings der Rings, ob es dazu ein Q&A, also ein Fragen-Antworten-Video gibt oder sowas, natürlich geschrieben, nein. Es wird kein Fragen-Antworten-Video so geben, aber er wird auf jeden Fall bald was announcen, wenn es hoffentlich confirmed ist, auch von Supercells Seite. Und da wird natürlich auch hoffentlich ein paar Fragen beantwortet werden. Und jetzt muss ich auch ehrlich sagen, was ich persönlich zum Beispiel an Brawl Stars extrem cool finde, ich weiß nicht, ob ihr Brawl Stars verfolgt, die machen einmal im Monat oder alle 2 Monate, ich bin mir nicht 100% sicher, aber sie machen auf jeden Fall so einen Brawl Podcast, wo sich einfach die Community Manager mit Leuten, mit großen YouTubern oder so aus Brawl Stars zusammensetzen und einfach über so ein paar Sachen reden, was gut lief, was schlecht lief, was sie planen, was vielleicht kein gutes Update war. Und das würde ich mir einfach wünschen. Imagine Drew und Max einfach so vor der Kamera, einmal zum Beispiel mit den größten YouTubern, einmal mit mir, mit Sir Tag und so weiter, Orange, ihr wisst, worauf ich hinaus will, Big Spin und so weiter.
dass wir einfach so einmal im Monat zusammen reden. Immer ein paar andere Leute, immer ein paar andere Themen und sie einfach mal darüber reden. Was war, warum haben sie das gemacht? Und einfach mal offen, einfach mal ehrlich sind. Okay, das war jetzt ein Update für Geld. Wir wollten Geld verdienen, aber wir planen jetzt und das und das und das. Und das ist die Zukunft für Klärschrei. Darauf können sich Leute freuen. Wir wollen uns dafür entschuldigen. Das Update war letzte Zeit oder letztes Jahr irgendwie extrem erfolgreich. Damit haben wir nicht gerechnet. Wir dachten, dass das und das besser ankommt. Wir versuchen, die Evolution so langfristig zu verändern. Das ist unser Plan. Und selbst wenn ein paar Sachen davon nicht passieren werden, oder in Zukunft passieren werden, einfach so ein paar Antworten zu haben und einfach mal so die Leute auch, dass sie über die Sachen reden und sich damit beschäftigen, weil man hat manchmal das Gefühl, dass man mit Klärschrei ein bisschen alleingelassen werden wird und das einfach nicht so passiert und dass man das Gefühl hat, dass das Feedback gar nicht gehört wird. Und ich finde es immer persönlich geil, solche Videos anzuschauen und solche im Stream zusammen mit der Community drauf zu reagieren. Und ich denke, für Leute ist es auch ganz geil, mal zum Abend zum Schlafen gehen, einfach so ein bisschen dazu zu hören und mal schauen, okay, was planen Klärschrei eigentlich, auf was haben die Bock, und dass sie einfach so über so ein paar Sachen reden. Selbst wenn es verrückte Ideen sind, die nie umgesetzt werden. Zum Beispiel Kanon 3 gegen 3 in Clash Royale, einfach darüber reden, habt ihr schon mal gemacht? Ist das irgendwie ein langfristiger Plan? Woran scheitert es? Oder andere Ideen, die man einfach mal sehen will, und ich denke, das wäre so mein Traum, und ich muss wirklich sagen, so würde ich mich auf jeden Fall Clash Royale in Zukunft wünschen, dass sie auch mal zur Evolution was sagen, weil wenn sie Evolution so weiter ins Game bringen, wird das auf jeden Fall weiter ein Misserfolg sein, und sie müssen an dem Konzept, wie Evolution ins Spiel gebracht werden, wie Pay-to-Win sie sind, wie OP sie sind, auf jeden Fall was überarbeiten. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was sagt ihr zu dem heutigen Video, waren ein paar Themen gemischt, aber mainly geht es natürlich um die Evolution. Falls ihr lieber, wollt ihr lieber Evolution sehen, wollt ihr neue Karten sehen, checkt noch eins der anderen Videos aus, und dann würde ich sagen, ich bin raus, danke fürs Anschauen und ciao.